Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. So, beim Aufnehmen dieser Episode ist leider etwas passiert und zwar habe ich 30 Minuten lang ein Standbild aufgenommen und die Safari-Zone währenddessen abgeschlossen. Ich habe leider nur eine funktionierende Tonspur, habe gespeichert, hatte kein Savegame, Pech gehabt, deswegen würde ich einfach kurz sagen, was so passiert ist. Wir haben das geheime, in Anführungszeichen, geheime Haus in der Safari-Zone gefunden. Dafür gab es die VM4, den Surfer, und das habe ich gleich meinem Relaxo beigebracht. Wir sind jetzt also mobil, auch über Wasser. Ich würde kurz ins Pokémon Center gehen. Dann haben wir die Goldzähne des Wärters auch in der Safari-Zone gefunden. Der kann jetzt wieder richtig reden und war so dankbar, dass er mir VM4 Stärke gegeben. Ich glaube, Surfer war VM3, VM2. Wir können gleich nachschauen. Ich will ja hier nichts Falsches sagen. Beutel, VMTM-Box, bevor ich wirklich... VM4 ist Stärke, VM3 ist Surfer. Die haben wir jetzt. Nidoking kann Stärke, Relaxo kann Surfer. Und mehr ist eigentlich nicht passiert. Ich bin danach links aufgebrochen. Hab eine Person auf dem Radweg erledigt. Und dann war es das eigentlich auch schon für die letzte Episode. Wir haben natürlich auch, da wir in der Safari waren, einige Pokémon gefangen. Die drei Typen habe ich auch noch besiegt. Und hier in dem Grasbüschel habe ich auch ein Radikal gefangen. Das hatte ich bis jetzt noch nicht. Gut, hier beginnt der Radweg und da würde ich sagen, machen wir weiter. Wir machen es zwar von der falschen Seite. Der Radweg endet hier, nicht für uns. Für uns beginnt er, deswegen ist es hoch auch so mühsam. Da muss ich richtig strampeln. Runter geht schnell, hoch eben nicht. So, den habe ich besiegt, den Typ. Mehr ist nicht passiert auf dem Radweg. Ich kann leider hier keinen Surfer einsetzen. Hat mich selber ein bisschen überrascht. Hätte ich gerne gemacht. Ein Hinweis. Gib niemals auf. Versuche dein Glück mit Pokebällen. Na gut. Wenn's mit der Liebe nix wird, versuch ich's mit Pokebällen. So, da ist doch noch ein Biker. Du besitzt ein schickes Fahrrad. Fährt es sich gut? Ja, bergauf bisschen mühsam. Da schnackseln die Waden immer so. Ich hätte lieber so ein schönes Motorrad wie du hast. So, ein Smogmog. Das weh mal doch gleich mal weg. Flügelschlag. Ich weiß gar nicht, wie das bei der letzten Episode passieren konnte, dass ich es gar nicht mitbekommen habe, dass das nicht aufnimmt. Eigentlich habe ich einen zweiten Monitor neben mir, wo OBS draufläuft und ich auch sehe, dass es aufgenommen wird, inklusive Mikrofonspur und Audiospur. Also irgendwie war das völlig daneben diesmal. Tut mir leid, dass die Episode nicht aufgenommen wurde. Boah, müssen wir damit leben. Ich werde in Zukunft wieder Backups machen. Das ist so typisch. Ich mache keine Backups mehr, wenn ich denke, ach, es läuft ja so gut. Was will ich Backups machen? Ist ja nur Pokémon. Klappt doch alles da. Stellt sich OBS nie so an. Naja, immer dann, wenn man es nicht macht. Bei der letzten Episode hatte ich ein Backup. Sei ein Rebell. Nein, danke. Ich bin ein braves Bürschchen. Im Gegensatz zu meinem Kaninchen, der hier wieder an meiner Sonos Bassbox rumknabbert. Zumindest ein bisschen. Naja, darf er. Da macht er keinen großen Schaden. Hoffe ich zumindest. Sonst muss er das wieder abarbeiten mit süßen Instagram-Fotos. Er hat zwar noch keinen Account, aber wenn er hier Geld verbraucht, dann muss das gehen sein. So, Pokémon wechseln auf jeden Fall. Das andere Kaninchen randaliert im Hintergrund. Ich sollte mir echt überlegen, ob das so eine kluge Idee ist, die frei rumlaufen zu lassen, während ich die Episoden aufnehme. Ich finde schon. Sind süß. Manchmal ein bisschen laut, also falls es im Hintergrund lauter wird. Das ist die Nudel, die gerade meint, sie müsste durch ein Gitter durch, wo sie definitiv nicht durch soll. Tja, ja. Würze früher oder später aufgeben, obwohl die ist relativ hartnäckig, was das angeht. Ist egal. Oh, da ist noch ein Biker. Mein Pokémon entwickelt sich nicht weiter. Ja, das... Entwicklungsstörungen sind nicht einfach. Oh, du bist auch nochmal so ein Glatzkopf. German! Ein Deutscher. Ein Maschok. Ja gut, das musst du auch, glaub, tauschen, damit sich's weiterentwickelt. Da kann ich dir jetzt auch nicht helfen. So.
schön her mit den EP. German wurde besiegt. Und der hat leider wenig Geld dabei. Sei's drum. So, oh, ist es mühsam hier hochzukommen. Voltoball wird dich unter Strom setzen. Ich glaube, Voltoball wird eher eingeheizt, wenn es nach mir geht. Ich wette, der hat einen Voltoball und einen Elektroball. Ich glaube, im Moment bin ich ganz gut im Predicten, wie die hier die Teams zusammensetzen. Vielleicht irre ich mich, das ist dann immer eine positive Überraschung. Und falls ich richtig liege, kann ich mich freuen, dass ich zumindest irgendwas richtig mache. Ah, er hat noch einen Voltoball. Dann bin ich mal überrascht und freue mich nicht, weil ich alles richtig mache. Flammenwurf. So. Muss auch mal schauen, dass ich die anderen Team-Pokémon vielleicht mal wieder einsetze, mal trainiere. Vielleicht nach dieser Episode. Ja, $580, da geht nicht viel bei den Bikern gerade. Ich will doch mehr Geld. So, die eine Seite haben wir schon. Hier ist noch ein Grasfeld. Hab jetzt auch nicht den Anspruch, jeden Biker zu besiegen. Ein Habitag. Na, haben wir doch schon. Das brauchen wir doch gar nicht. So. Einmal. Ich hätte gern noch. Oh, noch was anderes außer ein Habitag. Sorry, falls ich gerade komisch klang. Ich habe mich mal panisch umgesehen, wo meine Kaninchen denn sind. Da ist alles in Ordnung. Die haben es aufgegeben, durchs Gitter zu wollen. Was willst du? Tröte. Was ist das denn eine Beleidigung? Ich tröte dir vielleicht ein. Na, lieber doch nicht. Mensch, der sieht so stark und fett aus. Ich sehe nur fett aus. Das Leben ist unfair. Vielleicht nenne ich die Episode so. Das ist doch ein guter Titel. Volltreffer. Sehr schön. Und die Arbeiten am Gitter wurden wieder fortgesetzt im Hintergrund. Oh, der hat einen Machomai. Das müssen wir aber schnell platt machen. Der hat Freunde, mit denen er es tauschen konnte. Tschüss. Und Kaspar wird besiegt. Hoho. Ja, mehr kannst du wohl nicht sagen. So. Dann geht's für uns hoch hinaus, beziehungsweise wir gehen nach oben. Und mir fällt eigentlich gerade auf, dass hier steht Route 16, Prismania City, Fuchsania City, dass wir eigentlich einen Zapdos fangen könnten. Das ist ja da irgendwie beim Kraftwerk bei Hintermondberg. Und wir haben hier inzwischen Surfer. Wenn wir da hinkommen, können wir es fangen. Denke ich mal. Boah, wieso seid ihr denn so viele? Ich bin furchtbar gemein und erfolgssüchtig. Dann mache ich dir mal einen Strich durch die Rechnung, was das den Erfolg angeht. Also so erfolgreich siehst du nicht aus. Man soll zwar nicht judgen, aber ein bisschen macht man es ja. So, Flügelschlag gegen ein Menki. Sehr effektiv. Das freut mich natürlich. Und ein Macholo. Na, wenigstens haben die Biker hier so eine Art Theme. Kampf-Pokémon, starke Pokémon und Gift-Pokémon. Gut, der ist weg. Nein. Ja. Wie läuft's mit deiner Erfolgssucht? Boah, stehen hier viele. Ja, sicher, ich mach dir Platz. Ja, wäre schön. Wieso greifst du ein kleines Kind an? Ah, du hast 3 Pokémon und du hast einen Schmuckmuck. Oh, das Pokémon sieht immer so gequält aus. Das tut mir leid. Besser, wir erledigen es gleich. Nein, das hat überlebt und tackelt mich. Ah, wie kannst du den Flügelschlag denn überleben? Ich bin doch so stark überlevelt mit meinem Glurak. Und ein Smogon. Na, das sollte auf jeden Fall dem Flügelschlag jetzt weichen. Das wird einfach weggeschleudert, würde ich mir mal vorstellen. Kommt dann gegen eine Stromleitung und ist dann komplett K.O. Und noch ein Smogmog. Nee, ich werde das Pokémon nicht wechseln, aber ich werde meine Strategie anpassen. Flammenwurf. Ich muss sagen, das ist immer eine gute Strategie. Darf man nur nicht so oft einsetzen, sonst muss man so oft ins Pokémon. Aber einmal ist in Ordnung. Und Level 57. Trutz wurde besiegt.
treib mich nicht in den Wahnsinn. Zu spät, würde ich sagen. Du willst nicht kämpfen? Doch. Hey, du hast mich angerempelt. Entschuldigung. Du stehst aber auch ungünstig im Weg. Sehr, sehr unsympathisch hier, die Biker. Entspricht nicht unbedingt dem Bild, was ich von Bikern in der realen Welt habe. Gut, manche sind klare Idioten. Motorradfahrende Idioten. Nein, Schlammbart, ich wollte Flammenwurf einsetzen. Ah, das habe ich mir selbst eingebrockt. Ah, die meisten Motorradfahrer, die ich so kenne, sind relativ vernünftig und nett. Und Saul wird besiegt. Rums, überrumpelt, ja. Da ruft man besser nicht Saul an. Lass uns spielen, Hasenfuß. Mensch, das sind Beleidigungen von 2004. Kann mich an die Grundschule erinnern, wir haben uns nur als gegenseitig Hasenfüße beleidigt und nichts anderes. Da hat das Spiel richtig entschieden, das so zu übersetzen. So. Weiß nicht, ob meine sarkastische Tonlage durchgekommen ist. Wenn ja, mache ich das gerade nochmal explizit. So, nochmal Macholo. Das müssen wir natürlich auch erschlagen mit unserem Flügel. Ja, passt. Ich glaube, so viele Biker sind jetzt gar nicht mehr übrig. Life wurde besiegt. Hey, der hat mich als kleine Ratte bezeichnet. So, zwei sind noch da. Du besitzt ein schönes Fahrrad. Her damit. Was geht denn mit euch? Ihr seid echt der Absturz. Du hast auch ein Motorrad. Was willst du mit meinem Fahrrad? Du siehst übrigens nicht so aus, als würdest du arg viel Fahrrad fahren. Genauso wenig wie ich. Na gut. Der Flügelschlag wird's richten und eventuell der Flammenwurf. So, Macholo wird besiegt. Passt, passt, passt. Ein Menki. Da wollen wir keinen Flammenwurf verschwenden. Da ist der Flügelschlag ja sogar noch äußerst effektiv dagegen. Und dann haben wir uns hier endlich durchgekämpft und dann kommen wir, glaube ich, in die Stadt, die von Team Rocket ein bisschen besetzt ist. Da ist ja dann auch ein Meisterball zu ergaunern in deren Hauptquartier. Und dann müssen wir irgendwie schon auf die Seeschauminseln. Wir haben ja jetzt bereits 5 Orden, 3 stehen noch aus. Die letzte Arena ist, glaube ich, in der Nachbarstadt zu Alabastia. Ja, das läuft, würde ich sagen. So, noch einer und dann haben wir hier kein Problem mehr mit dem Radweg. Was willst du? Ich will eigentlich nur vorbei und dass ihr mich in Ruhe lasst. Aber ich kämpfe auch, um das durchzusetzen. Ein Schleimer. Den müssen wir einheizen. Ich will nicht, dass sich mein Glurak einen Schnupfen erholt oder anderweitig vergiftet. Das wird mir echt nicht gefallen. So, dann erwarte ich jetzt noch ein Schleimer. Nee, ein Smogon. Na gut. Nee, ich will das Pokémon nicht wechseln. Das ist nicht notwendig. Ich habe vollstes Vertrauen in meinen Glurak. Haben aber einige Flügelschläge heute eingesetzt. Das ist eine gute Attacke, würde ich sagen. So, Eduard wird besiegt. Wage ja nicht zu lachen. Na gut. Ich glaube, dann haust du mir tatsächlich aufs Maul, deswegen lasse ich das. So, einmal hier nach oben. So, Fahrrad ist weg. Oh, ein Wissenschaftler, der gibt mir hoffentlich ein Geschenk. Wir werden mit dem Rad fahren. Ja, schön für euch. Passt auf die Biker auf. Ich mache mit meiner Freundin einen Ausflug. Oh, ist das nicht süß. Du siehst das Einkaufszentrum von Prismania City. Dort führt ein langer Weg über das Wasser. Ich glaube, da müssen wir auch irgendwo hin. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eis Assistent. Wenn du mindestens 40 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. Münzamulett. Da freue ich mich, ich habe 40 gefangen. Ja, natürlich, ich habe 41 verschiedene Pokémon gefangen. Einfach klasse. Hier hast du dir redlich verdient. Münzamulett, sehr schön. Danke, ja, ja, ja. Ich weiß, was Münz... Ja, es verdoppelt sich das Preisgeld. Das müssen wir natürlich sofort ausrüsten. Unter dem Puderdöschen. Münzkorb war es nicht. Ach, das ist ja ein Item zum Tragen. Muss dann also hier drin sein. Feuerstein, Bonstein, Schattenglas, Calcium, Nugget. Mensch, ich habe echt viel aufgesammelt. Geben. Glurak.
Wunderbar, und ab jetzt mach mal doppelte Moneten. So soll das. Dann können wir uns in naher Zukunft, da liegt noch, naher Zukunft noch einen Safari-Besuch erlauben. Das wollte ich sagen, kostet $500, also nicht ganz billig. Ich wusste nicht, dass hier zwei Relaxos im Spiel sind. Ich hab mich nur an das eine erinnern können. Ist egal, das Relaxo können wir dann fertig machen, würde ich sagen. Es sei denn, es ist ein Shiny Relaxo. Aber das hat mich komplett überrascht. Echt zwei Relaxo? Ja, ist ja offensichtlich echt, dass da noch ein Relaxo liegt. Das Spiel wird sich schon nicht irren, da irrt sich eher mein nostalgisches Hirn. Ich komme damit klar. Und jetzt können wir es bisschen attackieren. Der Flammenwurf wird es, glaube ich, nicht töten. Nee. Und das setzt direkt Erholung ein. Und dann wahrscheinlich Schnarcher. Das ist schon ein relativ heftiges Pokémon, das zu besiegen. Achso, hat auch noch eine Beere, die es aufweckt. Das ist ganz praktisch. Die bräuchte ich morgens immer. Selbst wenn mein Wecker klingelt, bin ich da nicht so unbedingt begeistert, dass ich aufwachen muss. Hä? Also Gena, nicht Schnarcher. Das hatte ich jetzt verwechselt. So, Flügelschlag. Das sollt ihr den gar ausmachen. Sehr schön. Wir haben ja schon ein Relaxo. Ich brauche kein zweites einfangen. Okay, der Text ist interessant. Relaxo hat sich wieder beruhigt. Es gähnt und läuft in die Berge zurück. Ich wusste gar nicht, dass Relaxo aus den Bergen kommen. So, Prismania City. Das war definitiv nicht die Stadt, die besetzt ist von Team Rocket. Das war die andere in der Mitte. So, Pokémon Center. Auf jeden Fall mal hochheilen. Sehr gut. Wir haben nämlich echt viel Flügelschlag und Flammenwurf eingesetzt. Obwohl nicht so viel Flammenwurf, trotzdem. Das Glurak dankt. So, jetzt ist die Frage, können wir hier links irgendwo lang, wo wir noch nicht waren? Ich habe zumindest gesehen, dass wir einen Zerschneider einsetzen können. Mit etlichem Text, aber wir kommen nach oben. Wäre natürlich cool, wenn man Zapdos noch kriegen. Oh, wer seid denn ihr zwei? Unsere Liebe kennt keine Grenzen. Wir lieben uns und zeigen das. Schön für euch. Dann müsst ihr aber keinem kleinen Kind aufdrängen. Oh, ihr seid zwei Rotschöpfe. Habt ihr keine Seele? Oh, ihr habt aber schöne Pokémon. Was mache ich denn da? Vulnona kann ich ja kaum beeindrucken mit Flammenwurf. Flügelschlag. Und du machst vielleicht einen Mega-Hieb auch noch aus Vulnona. Und schauen, wie effektiv ist das? So Mitte, würde ich sagen. Ach, das hat gepasst. Vulnona wird besiegt. Nidoking ist aufgestiegen. Ist das nicht schön? Fuchtler. Oh, ich mag die Attacke Fuchtler eigentlich. Was kannst du denn sonst so? Stärke natürlich. Ein Doppelkick finde ich besser als ein Schnabel. Verlärmer Schnabel. Glura kann fliegen, das beziehungsweise ist vom... hat eine Flugattacke, da braucht man es nicht unbedingt. So ein Mega-Hieb gegen das Galopper. Und dann würde ich sagen Flügelschlag und meinetwegen... Oh, mach mal doch direkt den Fuchtler. Irgendwann ist das Nidoking dann verwirrt, aber so weit kommt es gar nicht. Ist doch praktisch ein hochleveliges Glurak dabei zu haben. $3.200 gewinnen wir mit Hilfe des Münzamulets. Das ist so schön. Jetzt passen die Zahlen auch mehr zu dem, was ich erwarten würde. Ein Dodo haben wir doch schon. Na gut, ich will hier mindestens noch ein anderes Pokémon sehen. Also, mach mal vielleicht noch zwei Begegnungen und wenn es dann nicht läuft, sag mal ab jetzt zwei Begegnungen, werden wir traurig weiterziehen. Kann ja nicht nur ein Dodo hier drin stecken, muss doch irgendwas uns Unbekanntes drin stecken. Irgendwo müsste es auch Ditos geben. Na gut, Habitat kennen wir auch. Mag ich zumindest deutlich mehr als Dodo. So, ein Pokémon noch und dann ziehen wir von dannen. Dodo. Okay, das war zu erwarten. Flucht. Gebt mich doch nicht mit so niedrig leveligen Pokémon mehr ab. Wie bist du nur hereingekommen? Solide Leistung. Dankeschön. Bin da einfach durch die Tür gegangen.
Was ist das hier? Du hast meinen geheimen Unterschlupf gefunden. Bitte erzähl niemanden davon. Du bekommst auch etwas von mir. VM2 ist fliegen, oder? Ja, damit kannst du in jede Stadt zurückfliegen. Sie wird dir von Nutzen sein, auf jeden Fall. Jetzt läuft's so langsam mit den VMs, aber ich glaube, ich kann fliegen erst nach der nächsten Arena außerhalb von Kämpfen einsetzen. Aber das heißt nicht, dass wir es nicht lernen werden. Wo ist denn meine VM- und TM-Tasche? Müsste hier oben sein. Nicht die Bärentüte, sondern die hier. Fliegen. Wer kann denn alles fliegen? Relaxo kann nicht fliegen, das ist aber tragisch. Tauboga könnte fliegen, Glurak kann fliegen. Ah, ich mag mein Glurak eigentlich zu sehr. Wir sagen mal Tauboga. Ja, ja. Solange es im Inventar ist, kann es ja fliegen lernen. Oh, Wirbelwind. Das brauche ich nicht unbedingt. Und schwupp. Tauboga hat Wirbelwind vergessen und jetzt saugt es die Informationen aus der Umgebung ab und er lernt fliegen. Dann können wir gleich versuchen, ob wir die einsetzen können. Aber wahrscheinlich noch nicht. Fliegen. Erst einsetzbar, wenn ein neuer Orden errungen wurde. Genau das habe ich befürchtet. Dann lasst uns mal kurz auf die Karte sehen. So langsam bin ich nämlich verwirrt. Ich müsste aber eigentlich nach unten rechts auf der Karte. Also wieder südlich und rechts von Fuxania City irgendwo übers Wasser. Nein, wo ist denn meine Karte? Die muss doch hier irgendwo ganz oben sein. Da ist sie ja auch. Also, wir sind da, wo es schön blinkt. Prismania City. Safronia City ist auf jeden Fall die Stadt mit den Team Rocket Leuten. Die müssen wir noch ausschalten. Das heißt, ich würde tatsächlich erstmal dahin gehen. Urania City waren wir noch und dann müssen wir irgendwann... Ja, Fuxania City können wir hier auf die Seeschauminseln. Dictas Höhle und das Kraftwerk war wo? Lavandia nicht da. Hier vorm Felstunnel, da müssten wir irgendwie hin. Vielleicht kommen wir von Safronia City dann da hin und holen uns das schöne legendäre Elektro-Pokémon. Das ist eigentlich ein guter Plan. Also auf nach Safronia City, um Team Rocket auszuschalten. Natürlich will ich den Zerschneider einsetzen. Frag mich doch nicht so intensiv. Gibt ja keine falsche Verwendung davon, also... Ah, wir können hier rüber surfen. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut gemacht, Relaxo. Hallo, ich kenne dich vom Sehen, aber ich hatte bisher keine Zeit, dich anzusprechen. Glück hat uns scheinbar zusammengebracht. Das möchte ich feiern, indem ich einem deiner Pokémon Weichei beibringe. Im Moment nicht. Ja, ja, du hast ein Auge auf mich geworfen. Irgendwann können wir bestimmt nochmal plaudern. So, Surfer ist ja so praktisch. Vor allem, wenn man viele Dialoge und Items hinter Wasser versteckt. So, dann aber mir nichts, dir nichts nach Safronia City. Gibt's hier eigentlich auch eine Arena? Ja, da gibt's eine Arena, aber die ist zumindest gerade besetzt. Wäre die Frage, was ich hier machen muss. Zuerst ins Poké-Center, sonst wird es alles nicht. Vielleicht auch mal in Supermarkt. Wir brauchen ein bisschen neue Bälle. Natürlich kannst du mir behilflich sein. Superball, ich habe 17. Ich nehme nochmal 13. Ich muss verrückt sein. Kostet fast 8000 Dollar. Na gut. Nein. So. Top-Schutz hält schwache Pokémon länger von dir fern als Superschutz. Das wusste ich doch schon. Haben wir mit euch schon mal geredet? Beleber ist zwar teuer, aber besiegte Pokémon werden damit wieder fit. Die Dialoge hat man auf jeden Fall schon. Was ist denn das für ein Haus? Rocco ist einfach giga cool. Daran gibt es keinen Zweifel. Ich möchte auch gerne so ein Kerl sein. Oh, dann arbeite an dir. Ich denke, dass kämpfende Trainer cool sind. Denkst du genauso? Natürlich. Ich bin ja auch ein kämpfender Trainer. Ich muss cool sein. Ich frage mich, ob eines Tages auch ein cooler Trainer sein werde. Ja, bestimmt. Wir alle hier sind Fans von Pokémon-Trainern. Wie sie im Kampf auftreten,
Sie sind der Inbegriff von Coolness. Wenn du weiterhin gewinnst, kann es sein, dass wir hier über dich sprechen. Na, das will ich doch hoffen. Sonst noch irgendwas zum Einsammeln habt ihr aber nicht? Vielleicht im Papierkorb? Nein, doch nicht die Teller. Okay, an den Papierkorb komm ich gar nicht ran. Sei's drum. So, wo ist denn euer Poké-Center hier? Müsste doch sicher auch eins haben. Ihr müsst doch hier sicher auch eins haben. Da unten ist es ja. So, haben wir mit euch eigentlich geredet? Der Zeitpunkt der Entwicklung ist von Pokémon zu Pokémon unterschiedlich. Na, das kommt mir unbekannt vor. Ich wünschte, die Top 4 kämen und stampfen das Team Rocket in den Boden. Keine Sorge, das kriege ich auch alleine hin. Die Silph-Co. ist sehr bekannt, deshalb wurde das Team Rocket auf sie aufmerksam. Ja, ich hatte mir schon irgendwie sowas gedacht. So, einmal hochheilen. Wunderschön, wunderschön. Vielen Dank. Natürlich komme ich jederzeit wieder. So, ich würde sagen, wir sind am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.